bist du ja endlich. Tut mir leid. Mein Auto hat endgültig den Geist aufgegeben. Lass mich mal. Ich bin über den Code informiert. Wieso das denn? Du bist über den Code informiert? Sein Geburtsdatum, was denn sonst? Wir haben einen Streit gehabt mit dem Jack. Und daraufhin hat der Jack das Testament geändert und hat alles einer wohltätigen Organisation vermacht. Gott sei Dank haben wir gestern das Missverständnis aus dem Weg räumen können. Und daraufhin hat der Jack das ursprüngliche Testament wieder in Kraft setzen wollen. Ja, der Termin beim Notar ist schon fixiert. Du bist sein einziger Sohn, du solltest auch einen fairen Anteil bekommen. Genau. Du bist sein Sohn, dir steht ein Anteil zu. Ja. Und sag nicht, dass du das Geld nicht brauchen kannst. Genau. Doch, gut so. Das ist für ihn ein Drittel. Bist du korrekt, oder? Hallo. Hallo. Wie heißt du? Mike. Und du? Ich bin Anna, das ist mein Bruder Fritz. Schön, euch kennenzulernen. Bist du traurig? Nicht besonders. Hast du eine Frau? Mhm. Und hast du auch Kinder? Wohnst du auch in so einem schönen Haus? Was machen wir denn, wenn er Nein sagt? Müssen wir uns halt was Neues überlegen. Ja, lass mich mal nachdenken. Ist gut, Hermann. Da, halt da mal. Hermann! Mädchen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also, das lass einmal meine Sorge sein. Ich meine ja nur... Friede, ihr hängt mir sofort das Bild wieder auf. Wir ziehen sowieso in die Villa ein, wenn das alles vorbei ist. Ja. Das könnte euch so passen, gell? Wer hat denn die Idee gehabt, dass der Mike als Jack das Testament ändert? Ohne mich würdet ihr keinen Cent kriegen. Vergiss das nicht. Ich finde eigentlich auch, dass... Du misch dich da nicht auch noch ein, Schwager.